Mein Name ist Evelyn Mauker und ich arbeite in Freiburg als Psychotherapeutin. Bin noch einem Ausbildungsinstitut angeschlossen bis nächstes Jahr für die Approbation. Aber mein Herz brennt für die Frage, für das Thema Psychotherapie im Kontext von Spiritualität. Und habe dieses die wunderbare Gelegenheit, habe auch viel andere Ausbildungen gemacht im Bereich pränataler Körperpsychotherapie, Somatic Experiencing, Trauma und. Aber gleichzeitig auch viel gemacht, was eher sich in dieser spirituellen Dimension, sage ich mal, einordnen lässt, wie Meditation, wie Retreats, Schweigen, Stille. Und mich interessiert vor allem der Schnittpunkt dieser beiden Ebenen und hatte einfach große Lust, mit sehr bedeutenden Menschen in meinem Leben, aber glaube nicht nur in meinem, sondern einfach auch in dieser therapeutischen Landschaft, einfach Gespräche zu führen über ihre eigene Arbeit, über den therapeutischen Ansatz, den sie vertreten und auch über die Schnittstelle zwischen Psychotherapie oder Körpertherapie und Spiritualität. Und das ist das, wo ich Lust habe, einfach ins Gespräch zu gehen und die Gespräche aufzunehmen und mich zu unterhalten. Ich bin Franz Renkli und habe jetzt eine Praxis seit fast 50 Jahren. War zuerst Biologe, bevor ich Psychotherapeut wurde. Dann war ich am Anfang Psychoanalytiker, wurde dann Körperpsychotherapeut, weil ich gemerkt habe, das ist zu wenig wirksam, das Gespräch. Und habe angefangen, mit dem Körper zu arbeiten. Und dann habe ich über mein eigenes Schicksal entdeckt, dass die ganz wichtigen Prägungen in der Geburt geschehen, beziehungsweise in der Zeit vor der Geburt, in der Schwangerschaft. Und bin jetzt seit etwa 20 Jahren spezialisiert, dass ich Leute in diese frühen Zustände zurückbegleite, meistens in Form von Seminaren. Was ich auch sehr gerne mache, ist mit Paaren zu arbeiten, zuerst sie zurückbegleiten, dann ihn oder umgekehrt. Und dann zu spüren, wie die Konflikte, die Paare haben, auf der Oberfläche mit ganz bestimmten Dingen zusammenhängen, aber in der Tiefe sind ganz andere Prägungen, die sie wirklich zusammenhalten und um das beide ringen und den Paaren diese tiefliegenden Geschichten versuchen, denen nahezubringen, dass sie weiterkommen in ihrer Beziehung und tiefer kommen in ihrer Liebe, dass sie das viel freier fließen lassen können. Dann arbeite ich natürlich auch mit Kindern, mit Familien, vor allem mit neugeborenen Babys, also ganz kleinen Kindern, die noch nicht sprechen können, oder auch mit Schwangeren. Alles im Bereich dieser frühesten Prägungen. Und Leute, die zu mir in die Gruppe kommen, sind einfach Menschen, die irgendwelche Probleme haben. Und ich arbeite dann so mit ihnen, dass ich in diese frühen Geschichten mit ihnen eindringe, dass sie einen besseren Schlüssel für sich selber, für ihr Leben haben. Und ich bin 76 und mir gefällt meine Arbeit. Ich brenne immer noch für meine Arbeit und bilde auch immer mehr Menschen aus. Das ist so meine große Leidenschaft jetzt auch. Und ich habe das Gefühl, ich so viel wie ich gebe den Leuten, die zu mir kommen, seien das Leute, die ein Problem haben, sein, dass Leute, die ausgebildet werden wollen, so viel bekomme ich zurück. Ich bin reich ernährt und gesegnet, emotional ernährt durch diese Arbeit. Die erste Frage, die so in mir entstand, ist: Wie würdest du zusammenfassend erklären, warum die pränatale Prägung und die Geburtsvorgang so entscheidend ist für das spätere sich entwickeln? Da hat die moderne Medizin einen Durchbruch geschaffen, so vor etwa 30, 40 Jahren.
Und die Mediziner haben festgestellt, dass die entscheidende Zeit, die prägendste Zeit, die es gibt, ist die Schwangerschaft. Mhm. Und zwar, was später unser Leben betrifft, ob wir eher dazu neigen, gesund zu sein oder ob wir eher dazu neigen, krank zu sein. In dieser Zeit werden auch alle großen Krankheiten geprägt, wie Herzinfarkt oder Krebs oder Schizophrenie oder MS oder was immer. Fettleibigkeit, was heute ein großes Thema ist. Und sie haben festgestellt, je früher eine Erfahrung gesetzt wird, ein Trauma gesetzt wird, desto größer ist die, nachhaltiger ist die Einwirkung. Und sie haben weiter festgestellt, dass es nicht einfach die Schwangerschaft ist, sondern eigentlich die ersten 3 Monate in der Schwangerschaft. Und es ist auch unmittelbar einleuchtend, dass es so ist, dann werden die Organe gebildet. Und was die Medizin heute weiß oder erforscht, das haben die pränatalen Psychologen seit 100 Jahren versucht herauszufinden, seit Otto Rank, das Trauma der Geburt. Und wir sind auch immer mehr dazu gekommen, zum Beispiel der tschechische Psychiater Stanislav Grof hat herausgefunden, dass wir alle polytraumatisiert sind in unserer Gesellschaft. Und das ist ihm sehr aufgefallen, wann immer wir ein Trauma angesteuert haben, sei das mit 15 oder mit 3 oder mit 1, die Geschichte ist jedes Mal eine ganz andere, aber das Körpermuster ist merkwürdigerweise immer gleich oder sehr ähnlich. Und was er herausgefunden hat, ist, dass im Innersten von diesen traumatischen Geschehnissen immer das Geburtstrauma verborgen war. Und das hat er dann sehr genau beschrieben. Und er sagt, die Geburt ist wie, oder unsere Traumata sind wie Zwiebelschalen und im Innersten ist die Geburt verborgen. Und sein Zeitgenosse Frank Lake in England, beide haben sie mit LSD gearbeitet, was heute verboten ist, hat festgestellt, dass unter dem Geburtstrauma die großen, wirklichen Traumata verborgen sind in der Schwangerschaft drin, wie jemand gezeugt wurde, die Einnistung am 7. Tag nach der Empfängnis und dann schließlich, wie die Eltern reagieren, wenn sie wissen, dass sie schwanger sind. Und Frank Lake hat am Anfang einfach seinen Patienten gar nicht vertraut, als die zum Beispiel gesagt haben, ich verbrenne oder ich werde erstochen. Und als sie aus ihrem Panikzustand aufgewacht sind und mit ihren Eltern sprechen konnten und die fragen, wie bin ich denn eigentlich entstanden, haben sie von den Eltern erfahren oder von der Mutter erfahren, dass die das Kind gar nicht wollte, dass sie das mit einem Heißwasserbad versuchte abzutreiben oder mit einer Nadel versuchte, das Kind abzutreiben. Und Frank Lake musste so erfahren, was die Leute in ihren Panikzuständen in diesem LSD erfahren haben, dass das die Realität war, 1:1. Mhm. Und das ist da, wo die pränatale Psychologie heute steht. Wir wissen, dass je früher eine Erfahrung gesetzt wird oder erlebt wird, desto nachhaltiger ist die Wirkung. Deswegen ist die Art und Weise, wie ein Kind entsteht und dann die ganze Schwangerschaft und vor allem Beginn der Schwangerschaft, die Geburt selbst ist eine große Schwelle, ein Angsterleben und dann die ganze erste Lebenszeit, wo die Sprache noch nicht da ist, erstes und zweites Lebensjahr. Die sind absolut entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Wie würdest du dann zum Beispiel mit einer Frau umgehen? Ich erinnere gerade an einen Fall in meiner Praxis, ja, die schwanger war, die das Kind auch wollte. Es war eine bewusste Entscheidung zu einer Schwangerschaft. Und kaum war sie schwanger, sie in eine maximale Ambivalenz kam. Ja? Wenn wir das alles wissen, wie sich Information überträgt, schon bereits im Mutterleib und formt, ja, wie arbeitest du dann mit Frauen, die genau in diesem Prozess gerade sind,
die schwanger sind, die diese absolute Ambivalenz haben, also wo es einen Teil einfach gibt, der dieses Kind will und einen Teil, der dieses Kind nicht will. Wie arbeitest du mit denen in diesem Prozess? Also das Wichtigste ist überhaupt in dieser Art Arbeit, dass wir nicht werden. Ja. Und wenn eine Frau, wie du jetzt sagst, in eine maximale Ambivalenz kommt, dann ist das etwas, was sie selber so erlebt hat mit ihrer Mutter, mit ihren Eltern, als sie ein Baby war im Bauch der Mama drin. Sonst käme sie nicht in diese Ambivalenz rein. Und ich würde versuchen, sie möglichst zu entlassen und schauen, was geschieht und in meiner Art und Weise arbeiten. Und das weißt du, dass das nicht so sehr über die Sprache geschieht, sondern über den Körper. Weil wir die ganzen frühesten Erinnerungen ja nicht mental abrufen können, wenn ich dich frage nach deiner Geburt oder wenn ich Leute danach frage, dann können sie höchstens die Schultern zucken. Oder sie haben eine Information, dass die Mama mal gesagt hat, du bist blau auf die Welt gekommen und wir hatten Angst, du könntest ersticken. Dann wissen sie etwas, aber erinnern können wir uns nicht. Und die Erinnerung kommt erst mit der Sprache und dann ist die hauptsächliche Prägung bereits schon abgeschlossen. Deswegen, das Einzige, wie wir arbeiten können, ist, dass wenn jemand kommt und hat eine schwere Depression oder einen Panikzustand, in den er immer wieder kommt, egal was, lasse ich mir das am Anfang schildern und dann kommt meine universell immer gleiche Frage, was spürst du dann im Körper? Und dann gehe ich über den Körper, was kommt da aus der Tiefe des Körpers raus? Jetzt zu deiner Frage zurück. Wenn eine Frau in so einer maximalen Ambivalenz in der Schwangerschaft zu mir käme, würde ich sie fragen, okay, ich höre, und ohne Information einfach sie fragen, was spürst du im Körper? Und dann anfangen im Körper zu arbeiten und mit dem Körper zu arbeiten. Und nicht auf der Gesprächsebene bleiben, das ist viel zu schwach, das nützt nichts. Und wenn sie zum Beispiel anfängt zu zittern, würde ich sie fragen, ist das okay, wenn ich zu dir sitze und dich mal an der Schulter halte oder wenn sie merkt, dass sie einen Wahnsinnsschmerz hat im Bauch jetzt, wo sie davon erzählt, würde ich sie fragen, ist das okay, wenn ich meine Hand auf deinen Bauch lege? Und dann, sobald wir mit Berührung arbeiten, ist es immer wichtig, sofort nachzufragen. Erstens, darf ich das? Geht das? Wenn es nicht geht, dann arbeite ich einfach auf der Körperebene, was geschieht im Körper. Und wenn ich tatsächlich berühre, dann frage ich nach kurzer Zeit, geht das oder ist das zu intim? Soll ich meine Hand eher zurückziehen, wenn die Leute sich nicht wohlfühlen? Sag, ich probiere mal aus, ich ziehe meine Hand zurück, schau mal, wie das ist. Ich komme jederzeit wieder. Und wichtig ist, dass die Leute spüren, ich bin nicht verletzt, wenn sie sagt, das geht nicht. Und dann schauen, was kommt. Und was der Körper freigibt. Und dann frage ich regelmäßig, was verändert sich, wenn ich die Hand auf den Bauch lege oder ihr die Hand aufs Herz lege, hinten am Rücken. Was verändert sich im Körper? Das ist für mich das Wichtigste. Dann, was für Gefühle kommen? Wie fühlt sich dies an, diese Panik? Kannst du das beschreiben? Hast du Worte dafür? Gefühle zulassen, da können dann intensive Trauerreaktionen kommen, da können Wutgefühle kommen, da kann die Panik sich mehr zeigen, was immer. Und dann frage ich nach inneren Bildern, nach Erinnerungen, etwas, was sie beschäftigt im Moment, wo sie das erzählt, hat sie einen Impuls, dass sie gerne aufstehen möchte und auf etwas einschlagen möchte, was immer. Ich schaue einfach, was hochkommt und meine Art, das kennst du, wie ich arbeite, nicht wertend. Nein. Sondern ich kenne diese Zustände eigentlich alle von mir selber und so kann ich ruhig jemanden in so einem Zustand drin begleiten. Und wie würdest du den Prozess nochmal erklären, wie diese frühe Prägung, Schwangerschaft, Geburt, die ersten Jahre, das erste Jahr, wie das mein weiteres Leben, das, was da an Information bereits stattfand, wie das meine Persönlichkeitsentwicklung weiter prägt und beeinflusst? Je früher zurück in der Schwangerschaft,
bis schließlich zur Zeugung, hast du das am Schluss in jeder Zelle drin. Also stell dir vor, jemand ist in großer Liebe gezeugt worden und wirklich beide Eltern sind sehr ineinander verliebt und sind auch längere Zeit in ihrem Leben zusammengeblieben. Sie haben sich unendlich gefreut auf das Kind, das da kommt. Oder stell dir vor, in einer Kriegssituation eine Vergewaltigung. Das ist einfach in jeder Zelle drin gespeichert. Und da kann ich etwas noch von meiner Methode erzählen, wenn ich mit Leuten so auf der Körperebene arbeite und mit Berührung und schaue, was kommt. Und die Leute können nicht mehr sagen, ich habe jetzt Herzschmerzen oder ich habe Bauchweh oder mein Rücken tut mir enorm weh, sondern sie finden keine Worte mehr für das, was sie im Moment erleben. Dann weiß ich, dass ich in dieser allerersten Lebenszeit bin, wo es noch keine Worte gibt. Und nochmal tiefer, wenn sie sagen, ich spüre nichts mehr, sondern es ist im ganzen Körper, in jeder Zelle drin, dann ist es wirklich am Lebensanfang, bevor sich irgendetwas zu differenzieren beginnt in der frühesten Geschichte, in der frühesten Organentwicklung. Das ist dann wirklich in jeder Zelle drin. Und so achte ich einfach, was aus dem Körper rauskommt und arbeite mit dem, was ist und was mit mir ist, was ich spüre. Ich reagiere natürlich auch und ich arbeite, wenn ich so mit frühen Zuständen arbeite, am liebsten in einer Gruppe. Und dann arbeite ich auch immer mit den verschiedenen Leuten, die reagieren. Wenn jemand arbeitet, ist das wie ein Feld, das er ausstrahlt oder aussendet und die verschiedenen Leute reagieren ganz anders. Ich schaue immer wieder, wie reagieren die verschiedenen Leute und weiß, das ist ein abgespaltener Teil von der Person, die jetzt gerade arbeitet, entweder von ihr selber oder von ihrer Familie. Zum Beispiel jemand bekommt einen Migräneanfall und dann kann die Person, die gerade arbeitet oder auf Reise ist, wie ich das nenne, auf einer Körperreise ist, sagen, ja, das ist mein Symptom. Ich habe regelmäßig Migräne und dann kann sie in die Tiefe reisen, ohne Migräne, das trägt jetzt jemand anders. Oder diese verschiedenen abgespaltenen Teile können natürlich auch Themen sein in der Familie, die tabuisiert waren. Jemand bekommt Herzschmerzen und dann sagt die Person dir, ja, meine Mutter hatte immer wieder Herzschmerzen und musste deswegen auch in die Klinik gehen. Was würdest denn du sagen, jetzt so allgemein auf deine Arbeit bezogen, was ist Heilung? Das ist ein sehr schwieriges Feld, auch sehr umstritten. Ich kann dir sagen, was ich erlebe bei meiner Arbeit. Yeah. Meine Arbeit, wenn ich so jemanden in einem ganz frühen Zustand begleite, geht das meistens 2 bis 3 Stunden, kann aber auch 4 oder 5 Stunden gehen, je nachdem. Und was für mich das Kriterium ist, ich muss bei dieser Arbeit nicht auf die Uhr schauen und sagen, da kommt der nächste Patient, sondern ich gehe so lange, wie der Körperprozess dauert. Und mein Kriterium ist, dass ich schaue, wenn jemand am Anfang sehr aufgeregt ist, sehr in Panik ist, sehr depressiv ist, sehr wütend ist, bis sich sein Körper völlig beruhigt hat. Sein Körper und auch seine Gefühle. Das ist das eine. Aber nicht nur er, sondern wenn jemand Migräne hat, wenn jemand unendlich traurig ist, jemand anders ist wahnsinnig wütend und könnte alles kurz und klein schlagen. Ich warte auch, bis die Gruppe sich total beruhigt hat und all diese verschiedenen Elemente zur Ruhe gekommen sind. Und meine Erfahrung ist, dass dann eine ganz tiefe Körperentspannung eingetreten ist bei der betreffenden Person, die dann zum Beispiel sagen können, so fühle ich mich ganz selten oder habe ich mich noch nie gefühlt. Oder es kommt eine große Entspannung im Körper drin und das ist für mich ein Zeichen, dass sich da etwas Neues geöffnet hat. Und dann spüren die Leute hinterher, auf was sie achten müssen, wie das ist, wenn sie in eine
eher depressive Stimmung kommen, wenn sie in einen Panikzustand kommen, und wie ist das, wenn sie in der Ruhe sind, wenn sie ganz im Körper drin sind, wenn sie wirklich im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, und dass sie selber sich regulieren können oder spüren, jetzt geht es, ich bin auf dem Weg, dass es mir nicht gut geht, oder jetzt bin ich auf dem Weg, wo ich wirklich ganz mich selber bin, und dass sie sich selber regulieren können, was tut mir denn gut, dass ich aus diesem Zustand, wo ich mich nicht wohlfühle, in den anderen Zustand komme, wo ich wieder bei mir selber bin. Und dass sie spüren, was sind ihre Ressourcen, wie können sie Ressourcen weiter aufbauen in ihrem Leben. Sie können sich an diese Arbeit zurückerinnern, wenn sie zum Beispiel am Schluss einer Mama, einer Mutterperson den Kopf in den Schoß legen dürfen und der Papa ist bei der Mama und stützt die Mama und ist wirklich Eltern, die nicht auseinander sind, sondern Eltern, die liebevoll miteinander verbunden sind, und die betreffende Person darf sowohl liebevolle Gefühle haben für die Mama wie liebevolle Gefühle haben für den Papa, wenn die betreffende Person sich diese Bilder auch wieder direkt holt. Und natürlich ist eine solche einmalige Erlebnisweise nicht eine Heilung, aber es ist wie eine Art Durchbruch, dass die Leute spüren im Leben, wo es wirklich lang geht. Ich sage jeweils dazu, dann hat sich ein Tor geöffnet. Und wenn Sie das vertiefen wollen, ist es natürlich schön, wenn Sie jemanden haben, der Sie eine Weile begleitet im Leben, wenn Sie dieses Bedürfnis haben. Würdest du denn sagen, dass diese frühen Prägungen, diese frühen Informationen überhaupt ausheilen können? Schöne Frage. Nie ganz. Ja. Nie ganz. Ja. Aber ich brauche dazu ein Bild. Wenn quasi jemand sehr depressiv ist oder von Ängsten zerfressen, dann gibt es mal dort eine kleine Insel, wo er sich wohlfühlt, und dort eine kleine Insel, und dann kann er sich erholen und ist bei sich selber. Und ich versuche diese Inseln, wenn ich mit Menschen auch über längere Zeit, ich arbeite auch mit Gruppen, dass diese Inseln immer mehr zusammenwachsen und dass er einen festen Boden hat unter den Füßen, und dass er wirklich in sich gegründet ist, dass er in seinem Zentrum ist und vor allem, das ist für mich wichtig, im Vollbesitz seiner Kraft. Nach meiner Erfahrung hat jeder Mensch unendlich viele Kräfte. Im Vollbesitz seiner Kraft, aber auch im Vollbesitz seiner Gefühle, dass er feinfühlig spüren kann, das tut mir gut, so fühle ich mich wohl, und umgekehrt, stopp, das möchte ich. Ja. Und für mich ist wichtig, dass die Leute dann mit der Zeit diese Inseln immer mehr verbinden können, sodass sie auf einem Festland stehen und dann spüren, das ist für mich wichtig, dass sie im Besitz ihrer Kräfte sind. Ja. Für meine Erfahrung ist, dass wir alle ganz stark gehemmt sind im Ausdruck unserer Kräfte und genauso gehemmt sind im Ausdruck unserer Gefühle. Das hängt direkt zusammen. Je freier wir die Gefühle spüren, desto mehr sind wir im Vollbesitz unserer Kräfte. Und dann können wir auch spüren, das tut mir gut, dann suche ich diesen Weg und gehe eher diesen Weg. Oder ich sage, nein, stopp, das möchte ich nicht, wir können uns schützen. Das ist genauso wichtig, wie dass wir spüren, was wir möchten und was wir im Leben erreichen möchten, wie dass wir uns schützen können, was uns nicht gefällt. Und dann jetzt eine Frage nach der Heilung. Meine Erfahrung ist, mit Menschen, mit denen ich arbeite, aber auch mit mir selber, wir fallen immer mal wieder, ich habe am Anfang das Bild der Inseln gebraucht, es gibt immer mal wieder Löcher, wo wir reinfallen. Und dann, jetzt bin ich wieder abgestürzt. Und dann können wir uns schneller selber helfen. Das Wichtigste ist, wenn wir so abstürzen, dass wir nichts unternehmen, im Sinn von möglichst schnell aus diesem Loch rauskommen. Denn die Migräne und die Depression ist immer stärker als wir. Das ist ziemlich sinnlos, dagegen etwas zu unternehmen, sondern ich sage meinen Schülern jeweils, richtet euch möglichst bequem in diesem Loch ein.
Und seid euch selber eine gute Mutter, ein guter Vater, was ihr braucht. Macht es euch bequem. Ja. Und je bequemer wir uns in diesem Loch befinden, desto schneller kommen wir wieder raus. Und das geschieht dann von selbst. Aber mit solchen Einbrüchen müssen wir eigentlich immer wieder rechnen im Leben. Aber wir haben ein immer besseres Gefühl. Ja. Wir wissen, was uns gut tut. Und wir kommen relativ schnell wieder aus diesem Loch raus. Du hast gerade vorher gesagt, das fand ich interessant, im eigenen Zentrum sein. Mhm. Was ist das Zentrum? Dass wir ein gutes Gefühl haben für unseren Körper. Mhm. Das ist das Wichtigste. Dass wir quasi unseren Körper wohnen dürfen, dass wir die Grenzen von unserem Körper spüren, wo wir sagen, nein, das möchte ich nicht, wo der Körper aufhört. Das sagen Leute regelmäßig, wenn sie sich ganz entspannt fühlen. Jetzt fühle ich mich ganz im Körper. Jetzt, ich bin zu Hause. Ja. Dann ist der Körper zur Heimat geworden. Ja. Warum kommt dieser fundamentale Wahnsinn, sage ich jetzt mal, ja? Diese ganzen tiefen Ängste, mal ganz allgemein gesagt, ja? Warum spielt das so stark in Kontexten, wo ganz enge Beziehungen sind und ganz viel Liebe ist? Warum kommt das da am meisten hin? Weil, also es gibt eine doppelte Antwort. Ich erzähle den Leuten, die zu mir kommen, immer dort, wo wir uns verlieben, wo ganz intensive Liebe fließen kann, dass dort, je mehr die Liebe fließen kann und vor allem auch sichere Grenzen sind, dass ich nicht verlassen werde, dass ich weiß, mein Partner liebt mich, ich liebe meinen Partner, mein Partner liebt mich oder meine Partnerin, dann dürfen all die alten Verletzungen hochsteigen aus unserer frühesten Lebensgeschichte, bis zurück in die Schwangerschaft, bis zurück dort, wie wir entstanden sind, was wir alles erlebt haben. Und es gibt nichts Intensiveres als eine Liebesbeziehung oder gerade wenn Menschen sich neu verlieben, dort treten auch die heftigsten die heftigsten negativen Geschichten auftreten und sie treten auf entweder von Beginn oder es gibt eine wunderbar glückliche Zeit und plötzlich beginnt das Umbrechen und dann kommen immer mehr Sprengsel aus dieser großen Tiefe raus. Es gibt nichts Intensiveres, als wenn wir eine Liebesbeziehung eingehen, dass wir mit diesen frühen Geschichten in Berührung kommen. Das eine, diese Liebesbeziehungen, und das andere sind, wenn wir selber Kinder haben. Ja. Kinder sind unermüdlich, unsere Schattenseiten, die spüren die genau. Und sie spüren vor allem dort, wo wir Schattenseiten nicht wahrhaben wollen, die wir verdrängt haben. Und dann sind sie unerbittlich, den Daumen draufzulegen und uns zu provozieren, bis wir spüren, was möchten sie uns mit ihrem Verhalten, mit ihrem Erleben, was möchten sie uns eigentlich spiegeln. Und das finde ich jetzt ein interessanter Punkt, ja? Weil das erleben wir ja in der Praxis jeden Tag. Leute kommen ja nicht mit Themen aus vorgeburtlichen Zeiten, sondern sie kommen mit aktuellen Konflikten. Nur das. Genau, also die kommen, der Klassiker, Schwierigkeiten in Liebesbeziehungen, Ängste, die hochkommen, Schwierigkeiten im Job und, und. Und wie zeigt sich darin diese frühe Prägung in diesem aktuellen Konflikt? Das kann man nicht eigentlich eine generelle Antwort geben, sondern das ist einfach, oder das ist jedes Mal wieder verschieden. Mhm. Auch was dich triggert, was uns triggert, was mich triggert, dass ich plötzlich in so einen frühen Zustand komme, das ist immer wieder, je nach Mensch, eine ganz andere Situation, kann man auch nicht vorneweg sagen. Was ich einfach versuche, ist, wie reagiert der Körper? Und für mich ist klar, wenn zum Beispiel jemand kommt mit Ärger in der Schule, Ärger mit einem Chef, Ärger in der Beziehung drin, ich schaue einfach, was kommt aus dem Körper raus und versuche
diesen Weg zu gehen, ja, mit Körperreaktionen, ja, mit Gefühlen, mit Bildern, mit Erinnerungen, was immer kommt. Ja. Das heißt, ich frage auch nicht jemand zuerst nach Mama und Papa und die, ja, ganze Lebensgeschichte, ja, das interessiert mich nicht, ja, mehr, sondern wirklich, was existiert in dieser momentan aktuellen Situation, genau, was entsteht, wenn ich da in die Tiefe, genau, das heißt über den Körper in die Tiefe reise. Genau, also du hängelst dich ganz klar am aktuellen Konflikt, an der aktuellen Schwierigkeit entlang. Genau, genau. Aber ich wollte dir auf deine Frage von der Krankheit vorher noch etwas anderes sagen. Die zeigt sich also, die Schwierigkeiten zeigen sich am intensivsten in Liebesbeziehungen und wenn wir Kinder haben. Mhm. Wichtig dabei ist, dass wir uns nicht entwerten, sondern dass wir selber liebevoll mit uns umgehen, wie heftig unsere Konflikte auch sind und unsere Ängste, dass wir in einer sehr kranken Gesellschaft leben. Ja. Das ist für mich immer wieder wichtig, den Leuten, den einzelnen Eltern das zu sagen, wenn die zum Beispiel mit einem Schreibaby kommen oder mit schwierigen Kindern, dass sie sich selber nicht entwerten müssen, mhm, sondern dass sie spüren, in einer wie gestörten Gesellschaft wir drin sind. Und meine Feststellung ist, dass in den ursprünglichen Kulturen, die immer ihre Babys auf dem Körper herumtragen und wenn nicht bei der Mama, so bei einer anderen Person, da sind die Frauen sind sehr erpicht auf ein kleines Baby und möchten das gerne herumtragen. Ein Baby ist immer im Körperkontakt und es trinkt immer an der Brust der Mutter und schläft nachts nackt auf dem Körper der Mutter selber nackt. Das können wir uns gar nicht vorstellen in unserer Kultur. Das ist so ein Riesenunterschied und dort muss eine Mutter erstmal sagen, jetzt will ich das Baby erstmal für mich behalten. Und das ist nicht eine Anstrengung. Und mit 3 Jahren geht das kleine Kind, das unterdessen laufen kann und seine Umgebung bestens kennt, und die anderen Kinder, geht das mit einer Kindergruppe weg. Und die Mama sieht das nicht mehr, bis das Kind hat Hunger, es hat sich verletzt oder es will am Abend bei ihr schlafen. Jetzt muss man sich mal diesen Irrsinn vorstellen in unserer Kultur, wo das Kind 20 Jahre im Elternhaus drin bleibt und immer auf eine Mutter fixiert ist. Das ist ein evolutionsmäßig ein absoluter Irrsinn. Und was ich festgestellt habe, ist, dass alle Hochkulturen ihre Kinder trennen. Je höher die Kultur ist, desto schärfer ist die Trennung zwischen Mutter und Kind. Und das heißt, wir haben die Kinder schreien lassen. Und das heißt, in der Tiefe von uns allen ist ein schreiendes und tobendes Kleinkind verborgen. Ich sage das den Leuten deswegen, dass sie sich nicht selber entwerten, sondern dass sie auch diese Art liebevolle Ausstrahlung, die sie bei mir spüren, dass sie die übernehmen können und spüren, wie viel Krankheit in unserer Gesellschaft ist. Und was meine Erfahrung ist, ist, die Symptome, die wir haben, haben wir quasi die unverarbeiteten Geschichten unserer Eltern übernommen. Und das sind auch nicht böse Eltern, sondern die sind geprägt worden durch ihre Eltern, die Großeltern oder die Urgroßeltern, und die tragen quasi alle den Irrsinn in unserer Kultur und das wird dann von Generation zu Generation weitergegeben und das gibt dann die verschiedensten Prägungen. Und dann vielleicht noch ein letztes, es gibt wirklich Menschen, die sich eine sehr schwierige Lebenssituation gewählt haben, es gibt andere Menschen, die eine etwas bessere Lebenssituation sich gewählt haben im Leben. Probleme haben wir alle. Unsere Pakete, die wir geschnürt haben und die wir langsam öffnen im Laufe des Lebens, da glaube ich, dass das abhängig ist von einem früheren Leben, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben und der Grund, warum wir auf diese Welt gekommen sind, dass wir diese Erfahrungen machen wollen. Und wir kennen im Jenseits, wenn wir die Eltern wählen, ich glaube, dass wir die Eltern wählen. Ich weiß die Vorzüge dieser Mutter und ich weiß die Vorzüge dieses Vaters und ich weiß ihre Schwächen und ich weiß, was ungefähr auf mich zukommt. Und mit diesem Mix habe ich das Gefühl, mit was ich eigentlich lernen möchte in diesem Leben, da ist das die optimalste Voraussetzung, dass ich da einen Schritt weiterkomme. Also da will ich nachher auf jeden Fall noch drauf eingehen. Das ist ja mein brennendstes Thema überhaupt. Ja. Aber zum Beispiel, weißt, Franz, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine eigene Geschichte denke, ne, der Linus kam auf die Welt mit einem Kaiserschnitt.
Der wäre einfach das, was dein Freund damals, der Arzt, zu mir sagte, der wäre einfach vor 100 Jahren gestorben. Es wäre so gewesen. Ja, also bin ich sehr, sehr dankbar, dass es das halt gibt. Und wenn jetzt die Geburt so verläuft, wie sie verläuft, das war sicherlich nicht mein Wunsch, ja. Wie kann ich dann dieses Kind unterstützen, ja, relativ früh schon, wenn das beispielsweise so eine etwas problematische oder auch dramatischere Geburtssituation war? Oder auch eine dramatische Schwangerschaft, ja. Wo du immer wieder Blutungen hattest, ja. Oder Krisen hattest, ja. Oder was immer. Ja. Klar. Es gibt eine einfache, da gibt es eine einfache Antwort. Indem du als Mutter, und vor allem wenn du noch alleinerziehend bist, dass du schaust, dass es dir selber gut geht. Ja. Dann kannst du dein Kind durch alle möglichen Krisen durch begleiten. Und ich weiß zum Beispiel bei mir, bei meiner Tochter, das war furchtbar schwierig. Ich hatte immer wieder so Wutanfälle und habe sie angeschrien in ganz bestimmten Situationen. Und was ich sofort schon damals, als sie ein kleines Kind war, gemerkt habe, das ist nicht sie, ja. Sondern sie löst das aus. Ja. Und ich habe jedes Mal, wenn ich so einen Ausbruch hatte, habe ich sofort, bin ich zurückgetreten und habe gesagt, Sarah, du bist okay, ja. Ich spinne. Ja. Und heute berührt, wenn ich daran zurückdenke. Und habe mich bei ihr entschuldigt und gesagt, ich weiß nicht, woher das kommt, aber da kommt irgendetwas über mich. Und so wie du bist, ist okay. Ja. Das ist wichtig, dass wir den Kindern das Gefühl geben, erstens, wir schauen, dass es uns selber gut geht. Ja. Und wenn wir in Krisen kommen mit ihnen, dass wir möglichst offen mit ihnen darüber sprechen und kommunizieren. Und weil das Baby ein vollbewusstes menschliches Wesen ist, schon im Bauch, kann ich auch im Bauch drin mit einem Baby Kontakt aufnehmen und mit ihm sprechen. Selbstverständlich mit einem einjährigen Kind. Ich kann mit den Kindern immer, auch wenn sie fünfjährig sind, immer offen sprechen über das, was mich bewegt. Und aus meinem Herz keine Mördergrube machen und ihnen das Gefühl geben, du löst das aus bei mir, das ist mein Problem und warum ich so heftig, vielleicht finde ich das mal raus und kann das verändern, aber im Moment reagiere ich sehr heftig, wenn du das und das sagst oder machst oder und so weiter. Ja. Und das ist auch meine Tendenz bei den Paaren. Ich habe vorher gesagt, in der Paarbeziehung treten die heftigsten frühen Prägungen, uns, das, was uns verletzt hat, unsere Ängste und schlechten Stimmungen, treten dort am intensivsten auf. Was ich den Paaren immer wieder versuche beizubringen, ist, dass wenn ihr euch ärgert über euren Partner oder über eure Partnerin, dann dürft ihr nichts sagen über den Partner, aber ihr dürft alles sagen, was euch betrifft und eure Gefühle und extrem ausgedrückt, gestern, als du mir das und das gesagt hast, ich hätte dich umbringen können. Das heißt, du kannst deine Wut, wenn du die wirklich bei dir behältst, kannst du die ungefiltert deinem Partner mitteilen. Aber immer mit dem Hintergrund zu wissen, dass der Partner nicht böse ist und dass der nicht falsch ist, sondern der ist okay, so wie er ist, sondern er hat meine alten Verletzungen geweckt, die ich erlebt habe mit dem Papa, mit der Mama, mit ihrer Beziehung. Und indem er sich so und so verhalten hat, das und das gesagt hat, hat er meine alten Geschichten wieder geweckt. Und das Beste in einer Beziehung ist, wenn wir diesen Grundsatz leben können, dass wir immer wieder unsere Gefühle erstens zulassen, ja nicht verdrängen, dem Partner auch mitteilen, aber ihn nicht anklagen und sagen, weil du, und vor allem nicht von ihm eine Entschuldigung erwarten, das ist das Letzte, dann kann man eine Beziehung einpacken, sondern wirklich spüren, der Partner löst bei mir immer wieder die Geschichten aus und der letzte Schritt ist dann,
dass du dem Partner sagst, danke, dass du bei mir immer wieder meine alten Geschichten auslöst und dass ich so hart an mir arbeiten muss. Aber ich kann das nur, indem ich das bei dir immer wieder erleben darf. Und das ist halt schon, ne, das finde ich die Königsdisziplin, weil es kommt ja in dem Moment, wo du getriggert bist, ist ja wie so ein destruktiver Mechanismus in dir, also so spüre ich auf jeden Fall, ja, der A wirklich das Gefühl erzeugt, dass du schuld bist an deinem Leid. Und es fühlt sich alles so an. Es ist so. Ja. Und B, was in mir will, ich will jetzt sagen zerstören, das wäre zu viel, aber da zurückzugehen, zu dem Impuls, ja, der einfach so stark ist, du bist das Problem meines Leids, und das sozusagen zu drehen und zu mir zu nehmen, das finde ich der hauptschwierige Schritt in Beziehung. Das ist so. Ja. Das ist genau so. Ja. Erstens die Gefühle zulassen, die nicht filtern oder sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, oder, sondern wirklich ernst nehmen, auch Kleinigkeiten. Aber dann spüren, dort wo wir uns verlieren, und wir sind alle so, ich auch, dann ist immer der andere schuld, das ist klar. Absolut. Aber wir können erst dann wieder Kontakt aufnehmen mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin, wenn wir spüren, ah, da wurde wieder eine alte Geschichte bei mir ausgelöst. Und das der Partnerin so mitteilen, das Gefühl, aber auch, wie ich reagiert habe und dass ich das zu mir nehme und dann bei mir nachspüre, was ist denn eigentlich wieder jetzt geweckt worden in dieser Situation. Und das ist eine Disziplin, die wir nicht einmal und dann ist es erledigt, sondern das ist eine Disziplin, die wir über Jahre üben müssen. Das ist leider so. Ja. Oder ich habe auch mit meiner früheren Therapeutin, mit der Elisabeth Schlumpf, gesprochen, die ein Buch geschrieben hat über Konflikte in Paaren und die am Schluss verschiedene Techniken entwickelt, wie Paare sich selber helfen können mit Konflikten. Am Schluss sagt, es gibt einen unlösbaren Konflikt in allen Paaren. Unlösbar. Und wir haben lange darüber gesprochen und auch andere Paartherapeuten sagen, dass es gibt unlösbare Konflikte und je feiner wir damit umgehen, und jetzt sage ich etwas ganz Wichtiges, die Erotik darf bleiben, die liebevolle Beziehung darf bleiben, aber ich weiß, diese Partnerin löst bei mir immer wieder diese Schwierigkeiten auf und ich nehme sie immer wieder ganz geduldig zu mir, aber meine Liebe bleibt, dann ist vielleicht ein ganz tiefer, wichtiger Punkt erreicht, warum ich auf diese Welt gekommen bin und was ich mit dieser Partnerin eigentlich lösen möchte. Dass ich weiß, ich kann diesen Konflikt spüren, ich kann den ganz zu mir nehmen und ich bin liebevoll mit ihr verbunden und ich wende mich nicht ab von ihr. Und das ist einfach zum Beispiel das, wo du vorher gesagt hast, die Gesellschaft so erkrankt ist. Ne? Was ich einfach genau in dem Kontext so problematisch finde, weil unser ganzes gesellschaftliches Denken darauf basiert, dass jemand anders auslösen kann, wie es mir geht und in welche Abstürze ich komme sozusagen und es ein leichtes ist, hier rauszugehen und die Story über dich zu erzählen und fünf Leute zu finden, die sagen, ja, der Franz ist aber wirklich unmöglich. Aber du, ich glaube, das ist nicht nur, weil wir in einer kranken Gesellschaft sind, das sind wir zweifellos, sondern das ist eine allgemein menschliche Reaktion, wenn es uns nicht gut geht, dass wir quasi nach Sündenböcken suchen. Und wenn das der Partner ist, ist das klar, wer der Sündenbock ist. Aber über das müssen wir uns wirklich, da müssen wir uns Mühe geben, dieses Sündenbock-Empfinden wieder zu uns zurückzunehmen und zu schauen, was ist denn in mir? Und dann ist eine Beziehung sehr fruchtbar und sehr heilend. Ich sage den Leuten, die zu mir kommen als Paare, es gibt auch Einzel, es gibt nichts Heilenderes als eine Beziehung, wenn wir diese Haltung einnehmen können und schauen, was der Partner bei uns immer wieder auslöst. Genau, und das meinte ich, ne? Wenn das Common Sense wäre, sozusagen, gesellschaftlich, wenn das verbreitet wäre, dass wenn ich beispielsweise eine Freundin anrufe und bin in einer Krise, warum auch immer, und sie einfach wie mit mir bleibt, in dem, was bei mir abgeht und ausgelöst wird,
ne? Genau. Indem sie mich unterstützt, da durchzugehen, genau. Ist das ja was ganz anderes als das, was gängig ist. Nämlich erzählt die Story, wie schlimm es in meiner Beziehung ist, wie schlimm mich mein Mann behandelt und kriegt Bestätigung für das. Dass dein Mann wirklich so ein grausames, genau, Ungeheuer ist. Genau. Das nützt dir gar nichts. Genau, das meine ich. Ja. Ja? Und das ist aber das, wie ich es meistens erlebe. Also jetzt in meinem Kontext nicht mehr so, wie wir alle erleben. Wir müssen uns anstrengen, dass wir aus diesem Erleben rauskommen und, genau, das wirklich zu uns nehmen. Genau. Das ist das gängige Erleben, das, ja, müssen wir wissen. Ja. Und wir müssen wissen, dass wir das zu uns nehmen müssen, wenn wir quasi in der Anklage bleiben, der Partner, dann erstens, wir ändern den Partner nichts, mhm, und damit ändert sich an der Beziehung gar nichts. Mhm. Aber wenn ich mich ändere, mhm, dann ändert sich sehr, mhm, viel. Und wenn sich der Partner genauso verhält und immer wieder an sich arbeitet, dann geschieht wirklich ein wunderbares Gefäß, mhm, wo beide in die Tiefe kommen, beide in ihre Kraft kommen, mhm, beide in ihre Gefühle kommen. Dann ist eben, die es gibt nichts Heilenderes als, mhm, eine Beziehung. Und die Beziehung zu den Kindern gleich. Und genauso ungeschmälert die Beziehung zu den Kindern. Ja. Und zu den Kindern vielleicht noch eine kleine Geschichte. Meine Erfahrung ist, dass wir natürlich immer unsere Grenzen haben und den Kindern gewisse Sachen erzählen wir nicht. Mhm. Die Kinder wissen alles. Ja. Denen kann man nichts vormachen. Ein Baby im Bauch weiß genau, wo die Schwierigkeiten bei der Mama liegen. Die wissen, wo die Schwierigkeiten beim Papa sind. Und auch bei der Sexualität in der Schwangerschaft sind sie ja unmittelbar Direktzeuge, aber auch wenn sie nachher geboren sind und nicht da sind, die wissen genau, was zwischen Mama und Papa geschieht. Man kann den Kindern nichts vormachen. Ja. Ich würde gerne mit dir darüber reden, Franz, über diese spirituelle Dimension. Würdest du sagen, dass diese spirituelle Dimension in deine Arbeit mit einfließt? Ich erzähle dir dazu eine kleine Geschichte. Wenn ich ein Seminar mache, habe ich immer einleitend ein größeres Gebet und das mit diesem Gebet schließe ich dann den heiligen Raum auch ab. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich dieses Gebet gesprochen, als die Leute noch nicht da waren, und als sie gegangen sind, habe ich wieder den heiligen Raum abgeschlossen. Und ich habe dann mit der Zeit vor 10, 15 Jahren gemerkt, nein, ich möchte eigentlich zeigen, wie ich, ja, erlebe und was für mich wichtig ist, ja, und was die eigentliche Dimension ist in unserem Leben. Und dann habe ich dieses Gebet öffentlich gesprochen als Einleitung zum Seminar und habe das Seminar wieder so abgeschlossen. Und unterdessen in meinem letzten Kurs habe ich meinen Schülern diese ganze spirituelle Dimension erklärt und habe ihnen gesagt, weißt du, oder habe sie ermuntert, wenn ihr solche Arbeit macht mit Menschen, betet doch auch für, mhm, euch. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem arbeite und ich habe im Moment das Gefühl, dass ich mich entweder sehr elend fühle oder ich habe das Gefühl, ich habe keine Ahnung, ja, was da jetzt geschieht. Ja. Also nicht die leiseste Ahnung. Ja. Dann kann ich auch in der Arbeit drin mich immer wieder, ja, orientieren oder die höheren Kräfte anrufen. Dann beginne ich meine inneren Gebete, um Heilung zu oder um Erleuchtung zu bringen, dass die betreffende Person besser selber spürt, was ist denn ihr Anliegen. Und schön war, dass die sofort ihre eigenen Worte gefunden haben und das übernommen haben. Das hat mich sehr gefreut. Ich selber glaube, dass meine Arbeit extrem tief geht, dass sie extrem gut ist, aber ich bin schon lange überzeugt, das bin nicht ich, sondern ich bin einfach unterstützt durch die geistige Welt, der ich auch sehr dankbar bin, und ich habe immer auch das Gefühl, ich bin gerne ein Werkzeug in den Händen der geistigen Welt. Das ist eine, für mein Gefühl, je älter ich werde, ich bin ja ursprünglich Naturwissenschaftler gewesen, Biologe, und bin auch so in die Psychotherapie eingestiegen, aber je länger ich arbeite, desto mehr habe ich das Gefühl, das ist eine Verbindung zwischen meiner wissenschaftlichen Erkenntnisweise und meiner spirituellen Entwicklung in meinem Leben, und dass ich versuche, das zusammenzubringen. Und was ich dir vorher gesagt habe,
ich habe überhaupt keinen Dünkel, ich sei gut, sondern das weiß ich, dass das Inspiration ist aus der geistigen Welt. Das nehme ich gerne an. Was ist Inspiration? Weißt du, ich habe das Gefühl, ich spüre gewisse Dinge. Ach so, meinst du? In der Arbeit selber? Diese Arbeitsweise. Ah, okay. Das bin nicht ich. Ja. Ja. Weißt du, meine Frage, die sich da immer stellt, ihr erzählt immer mein Bild. Für mich ist eigentlich so das schönste Symbol jetzt so aus der christlichen Mythologie das Kreuz. Ja, weil das Kreuz symbolisiert eine Ebene, die nach oben führt. Das ist für mich die Ebene meines wahren Selbstes oder meiner göttlichen Natur oder was auch immer, wie man das nennen mag. Ja. Und dann gibt es die andere Ebene, das ist die Ebene meines Körperbewusstseins, meiner Persönlichkeit. Und da war so meine Frage, würdest du sagen, dass deine Arbeit, die würde ich jetzt intuitiv eher auf diese Persönlichkeitsentwicklungsebene verorten? Mhm. Und inwiefern, oder würdest du sagen, dass die auch Bezug nimmt zu dieser Achse? Unbedingt. Und zwar deswegen, weil mein Gefühl ist, oder mein inneres Bild vom Leben eines Menschen, dass wir die eigentlichen Wesen, das ist unser höheres Selbst. Ja. Ja. Und das ist im Jenseits und das kann nur lernen, indem es wirklich immer wieder auf die Welt zurückkommt, einen Körper annimmt, mit Eltern zusammen ist und dann sein Leben entfaltet. Mhm. Und das ist genau das, was du mit dieser Horizontale, ich finde das ein sehr schönes Bild und wie du das übersetzt, das in diese horizontale Ebene geht. Und an meinem Lebensende, wenn ich das erreicht habe, gehe ich wieder zurück in die geistige Welt. Und dann komme ich wieder. Und lernen, dass ich ein Stück weiterkomme, kann ich immer nur, indem ich wieder als höheres Selbst wieder in diese Welt zurückkomme. Mhm. Von daher ist meine grundsätzliche Annahme, gehe ich von einer spirituellen Welt aus und vom Leben im Jenseits. Ich kann mir ein Leben gar nicht anders vorstellen. Du hast natürlich recht, an was ich arbeite, ist dieser Horizontal. Ja. Das, ja. Aber mein ganzer Hintergrund ist dieser senkrechte Balken im Kreuz drin, nämlich, dass ich zutiefst von dieser spirituellen Dimension meiner Arbeit überzeugt bin. Und was ich probiere ist, und wenn ich das jetzt, wenn du das so fragst, dass ich versuche, den Menschen wie einen Schritt wie weiter zu helfen, dass sie noch besser spüren, was ist meine Aufgabe hier, damit sie dann irgendwann mit einem guten Gefühl das Leben beenden können und wieder zurückgehen können in sie. Das war also vorher meine Frage mit dem Zentrum. Weißt du, wenn du dir das so vorstellst, dieses Bild, was ich gemalt habe, ne? Und ich habe mich immer so ertappt, ich suche wirklich, ich bin sehr getrieben, würde ich fast sagen, von der Frage der Integration dieser zwei Ebenen. Ja. Und dann habe ich gestern, als ich das gemalt habe für dich mit dieser Achse, weil ich dich das unbedingt fragen wollte, wo du deine Arbeit da siehst, festgestellt, dass ich gar nicht danach suchen muss, weil hier eine ganz natürliche Schnittmenge entsteht. Die ist bereits da. Ja? Und das war vorher für mich so. Für mich intuitiv ist das hier das Herz. Das kann ich dir nur zustimmen. Ja. Für mich auch. Ja. Ja. Und das ist unser Zentrum. Das ist unser Zentrum. Ja, ist klar. Aus diesem Herzbereich rauszugehen. Weißt du, nochmal von deinem Kreuz her gesagt oder gefragt, mein Gefühl ist so intuitiv, wenn ich jetzt diese Frage von dir an mich herantreten lasse, dass ich wie helfe den Leuten, die sind so ganz in ihrer Horizontalen, sind ganz in ihrem Hier und Jetzt und was beschäftigt mich und wie manage ich mein Leben, dass ich denen wieder wie mehr helfe, ins Zentrum zu kommen, dass sie spüren, das ist eigentlich eine höhere Aufgabe. Das ist nicht einfach mein Partner, der mich ärgert oder meine Arbeit, die mir nicht gefällt oder was immer, wo ich etwas verändern will, sondern dass sie wirklich spüren, was ist das Zentrum, dass ich nachher wieder diese Verbindung habe, dass ich einmal gut geerdet bin, dass ich gut mir selber schaue, aber dass es letztlich
darum geht, dass ich ja eine lernende Seele bin und am Schluss mit meiner Erfahrung wieder zurückgehe ins Jenseits. Also ich versuche, den Leuten quasi wie behilflich zu sein, in diesen Schnittpunkt hereinzukommen. Mhm. Dass sie mit sich selber im Reinen sind, und dann sind sie natürlich auch im Zentrum drin, im Körper, ist klar. Wenn sie spüren, das ist eine Aufgabe, die ich habe in diesem Leben. Das ist meine Lebensaufgabe. Oder ich sage den Leuten, wenn ich ihnen so helfe, dass sich ein Tor öffnet, dass sie sich selber besser spüren, dass sie in ihr Zentrum kommen, dass sie quasi wie spüren, was ist denn eigentlich mein Anliegen auf dieser Welt? Was möchte ich gern? Warum bin ich auf diese Welt gekommen? Was ist mein Anliegen jetzt und was möchte ich lösen, dass ich einmal zurückgehen kann mit einem erfüllten Leben? Ich hatte einmal, Franz, wie so eine Art Vision in so einer Kapelle. Und das sah folgendermaßen aus. Das war wie ein wahnsinnig helles Licht und das war alles miteinander verbunden. Es gab nur ein Bewusstsein. Es gab nicht Franz und Evelyn, es gab einfach nur eins, ja? Und von diesem hellen Licht kam wie ein Funken runter, der aber nicht sich trennte. Das war einfach wie eine Erweiterung. Und hat sich wie so eine Art Körper angezogen. So sah das aus. Also hier meine Eigenschaften, hier mein Aussehen. Der Pulli waren meine Traumen, die Hose war meine Persönlichkeit und, und. Aus der Perspektive von diesem Licht war das nicht entscheidend, was ich trage. Es war nicht entscheidend. Nicht im Kontakt mit dem Licht war es eine Katastrophe. Ja? Und in dieser Vision stellte sich für mich die Frage, ist es dann überhaupt notwendig, so viel Arbeit in dieses Kleidungsstück zu stecken? Klar. Oder, und das ist symbolisch, gell? In diese Lebenssituation zu stecken, ja. Ist dieses Auto so wichtig, ist dieses Haus so wichtig, ist dieses und ja. So wichtig. Wie können wir letztlich in diesen Funken zurück, ja, genau. Wo wir wirklich in eins sind mit uns selber, aber auch in Verbindung sind mit der jenseitigen Welt. Genau, und das ist nur meine Frage an dich. Wie hilft deine Arbeit, in diesen Funken zurückzufinden? Wie würdest du das formulieren? Das habe ich im Moment, wenn du das so fragst, Mühe zu formulieren in konkrete Worte, sondern meine Antwort darauf wäre, dass meine ganze innere Lebenshaltung das ausstrahlt. Ja. Genau das ausstrahlt. Das, genau. Das ist der Kern. Ich finde, das ist der Kern meiner Arbeit. Ja. Und dass es nicht wichtig ist, du hast vorhin mit Kleidungsstücken gesprochen, dass es nicht wichtig ist, wie die äußeren Umstände sind von meinem Leben, sondern wichtig ist wirklich dieser innere Funken, dass wir ganz in uns zentriert sind, aber nicht nur in unserem Leben, sondern immer in der Ausrichtung auf die jenseitige Welt, in die wir ja dann irgendwann mal wieder zurückkehren werden. Und alles andere ist unwichtig, aber dann spüren wir auch, warum sind wir gekommen? Was ist unsere Lebensaufgabe? Was wollen wir eigentlich lösen auf dieser Welt? Also es ist eigentlich, wenn du mich so fragst, geht es auf das Zentrum meiner Arbeit zu. Das ist meine Arbeit. Ja. Dass die Leute letztlich den Sinn ihres Lebens spüren. Und dann nicht mehr sich zerstreuen in diversen Aktivitäten nach außen, sondern wirklich spüren, es geht um diesen inneren Reichtum, den auszufüllen und den zu leben und den zu wecken. Und warum bist du hier? Warum bist du hier? Du kennst ja so ein bisschen mein Leben. Ich habe sehr Schwierigkeiten mit Beziehungen gehabt, ein Leben lang, und bin auch heute immer noch alleine. Und ich habe das Gefühl, es geht darum, und ich habe mir Lebensumstände gewählt, wo meine Mutter sehr verunsichert war am Lebensanfang und dann einen Suizidversuch gemacht hat. Ich bin immer wieder, mein Schicksal ist immer wieder dadurch durchzogen, dass ich in eine ganz tiefe Hilflosigkeit reinkomme und wieder mein Zentrum zurückfinde. Ich glaube, es geht darum, dass ich meine inneren Elternbilder aufrichten kann,
dass ich mich wirklich sehr wohl fühle in diesem Leben, dass ich mich sehr wohl fühle in diesem Körper, dass ich spüre, wenn diese tiefen Hilflosigkeitsgefühle kommen, dass das mein altes Schicksal ist und dass ich so tief ins Vertrauen gehe mit mir und dass ich es kann und dass ich nicht einfach endlos abstürze, sondern ich war wieder so in diesem Zustand von dieser totalen Hilflosigkeit, wie damals in der Schwangerschaft drin. Ich habe jetzt gerade letztens so eine schwierige Situation erlebt, wo ich in so ein ganz tiefes depressives Loch gefallen bin. Und das war sehr schön zu spüren, dass ich da einen Tag drin war, bin ich wieder rausgekommen. Das ist sehr schön. Und es geht wirklich um diese ganz tiefe, tiefe innere Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, mir kann niemand helfen und dann spüren, ich werde getragen. Ja. Genau. Und das ist ja dann wie so, also in meinem Bild, das ich dann oft habe, das ist wie so ein paralleler Prozess. Ein Teil ist in dieser totalen Verzweiflung, aber nicht ganz. Genau. Wir haben gelernt, uns selber für uns zu sorgen, uns gute Eltern zu sein. Und das ist so abgefahren. Ja? Bei mir ist es immer so als Bild, wie wenn was hinter mir ist, um mich rum, kannst du gar nicht anders beschreiben, das wie nicht berührt ist von diesem Wahnsinn da drin. Und das wie beides da ist. Und das ist okay. Oh, das kommt immer. Und das ist okay. Und diesen Irrsinn tragen wir alle. Ja. Das ist so. Darum meine Betonung, die kranke Gesellschaft, in der wir sind, wir tragen diesen Irrsinn natürlich auch, ist klar. Und wir kommen immer wieder damit in Berührung. Und dann diesen Funken zu behalten, dass wir im Zentrum bleiben können vom Kreuz. Ja. Schon interessant, ne? Einfach so, einfach von meiner Erfahrung erzählt, jetzt zum Beispiel im Beruf. Ich habe mir angewöhnt, dass ich jeden Morgen, bevor Patienten kommen, meditiere. Und dass ich wie diesen Raum segne und dass ich von tiefstem Herzen möchte, dass den Leuten, dass die in ein gutes Gefühl kommen. Ja, also dass ich denen wie so was zutiefst Wohlwollendes vorneweg sende. Und in diesem Bereich habe ich wirklich ein Vertrauen, ja, das mich irgendwie schon, das wird mir in das in den Mund gelegt, was es mir in den Mund legt, das wird, ich werde auf die Dinge aufmerksam, auf die ich aufmerksam gemacht werden soll, ja, dass es ein guter Prozess für denjenigen passiert. Und das ist so ein großer Unterschied zu merken, welches Vertrauen da ist und in meinem Privatleben da ist. Da ist es nämlich nicht ein Drittel davon da. Und das ist doch erstaunlich, wie das in einem Bereich einfach fließt und im anderen Bereich erarbeitet werden muss. Gell? So mein Gefühl ist, wenn ich dir zuhöre, dass du in deinem Beruf dich wirklich sehr verwirklichen kannst. Dort beginnt das, oder nicht beginnt, sondern dort fließt das. Ja. Während in deiner Beziehung ist es täglich harte Arbeit, die ihm, dann hast du auch wieder die Früchte und es ist wunderschön und du fühlst dich wohl und bist ganz bei dir. Aber es ist dann immer auch wieder diese harte Arbeit. Ja. Total. Und die musst du mit den Leuten, die zu dir kommen, diese harte Arbeit musst du nicht, sondern da kannst du einfach dein Herz öffnen und du bist auch nicht konflikthaft mit ihm verbunden, sondern du darfst dein Herz öffnen und es geschieht dir nichts. Das ist sehr viel einfacher. Das ist viel einfacher. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt 76 und ich arbeite immer noch und ich arbeite viel und ich befürchte schon den Tag, wo ich eines Tages aufhören werde. Vielleicht höre ich auch nie auf, bis zum Schluss. Ich finde die Arbeit so ernährend auch. Dass wir öffnen nicht nur unser Herz und geben und schenken unsere Liebe, sondern ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich erlebe das eindeutig so. Ich schenke meine Liebe zu den Leuten und ich habe die unendlich gerne, aber ich bekomme genauso viel zurück. Das ist quasi wie im Nabelschnurblut. Das ist ein dauerndes Geben und Nehmen, ein Fließen. Und das ist unglaublich schön, diese Art Arbeit.
unglaublich befriedigend und wo ich wirklich so ganz im Zentrum bin von mir. Und ich mag gerade Franz, wie sehr ich dich mag. Ich dich auch. Vielen Dank, dass du das mit mir machst. Vielen Dank. Ist gut so. Ja, vielen Dank. War sehr schön. Mit dir.